Puh. Wie weit sind wir denn jetzt schon? Ja, ein bisschen geht dann auch, ne? Zufall ist schon lange auf Verladung. Ja, wenn der keins mehr braucht, dann braucht er halt keins mehr. Beschwer dich halt nicht. Dann hast du deine Arbeit auch ganz gut gemacht, wenn er nichts braucht. Musst du so sehen. So, von hier aus gehen wir jetzt natürlich hier ran. Und schicken den Zug natürlich da hinten hin. Wie, das geht nicht. Dann halt da rein. Das soll mir recht sein, aber trotzdem hier als Parallelgleis. Warum auch immer das so sein muss, ist mir aber relativ egal. 76.000, das kriegen wir hin. Ich bin mir schon ein bisschen müde, muss ich zugeben, ne? Aber nur so ein bisschen. Also falls ich mal irgendwie so einen Denkfehler in irgendwas drin habe, nicht wundern. Das ist normal. Zack. 63.000, auch kein Ding. Ja, ja. Neuer Bahnhof, ich bin halt gut. So. Ihr kriegt selbstverständlich auch ein paar Versorgungstürmchen dahin. Alle beide. Ist notwendig. Danke der Nachfrage. So, dann brauchen wir hier oben noch ein Signalchen. Weil von da kommt jetzt ein Signal, von da kommt ein Signal, dann brauchst du hier noch eins. Klar. Geht ja sonst nicht, ne? So, Zug. Normale Geschwindigkeit von Harris-Domäne nach da. Mit Fracht und Dingens, genau das gleiche kennt man ja, ne? Es ist halt einfach die beste Strategie, meiner Meinung nach. Also das werde ich halt so beibehalten, ne? Und was soll ich dazu als anderes sagen? So, Mais nach Keyman 1. Lokomotive. Und einen weiteren von da nach Yuma. Da, 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 da. Zack. Ja, klein geschrieben ist scheiße. Nach Yuma war das, ne? Ja. Tada. So, dürfen wir jetzt eigentlich auf jeden Fall schaffen, ne? Ja. Dann können wir uns schon auf das nächste konzentrieren. 200 Ladungen Gold transportieren. Warte, einfach nur transportieren, oder? Wo muss denn das hin? Ich habe gerade gesehen, Carson City hat Gold. Gold für Export. Warum? Die Farm an, ist auch intelligent, ne? Warum hast du Gold und warum die anderen nicht? Verste... Aha! Aha! Kann ich hier auch... Warte, hast du 60.000 oder ist das aber nur so? Ne, ist aber nur so. Das Goldgräberlager sammelt das Gold der Goldgräber und stellt es für den Transport zu einer Bank zur Verfügung. Je größer die Einwohnerzahl der Stadt, desto mehr Gold wird hier täglich produziert. Zu einer Bank. Habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie das Gefühl, die ist hier. Nee. Oder ist es einfach egal, wohin? Kann auch sein. Du hast schon eine große Menge an Waren transportiert. Ja, im Juli. Perfekt. Wo könnte jetzt die Bank sein? Ist die einfach in Sacramento? Wells Fargo Bank. Die ist in San Francisco. Ja, krass. Ich muss echt zugeben, damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Da müssen wir jetzt das Gold von Shasta und Carson City zumindest schon mal dahin bringen. Hier wird noch Gold. Erstmal prüfen, was für Städte haben das eigentlich? Die alle haben das nicht. Nö. Nö. Warte, hier rechts die Städte können wir eigentlich auch mal probieren. Nee, der hat, den habe ich schon geguckt, der hat nichts. Haben nur die am Berg, ne? Ich meine, das macht natürlich auch Sinn. Ich gucke trotzdem nach. Man weiß ja nie, wie das hier denn genau gemacht ist, ne? Und doppelt gucken ist besser. Also, aus Shasta und Carson City. Gut, dann war das schon mal geklärt, die Frage. Lokschuppen, ja, bla bla. Brauereien Bodie, ja, die nehmen wir uns. Danke. Die Rogers American ist die beste, die wir da haben können, ne? Ja. Dann upgraden wir nämlich die ganz kurz. Macht ja nur Sinn.
So. Dann können wir damit schon ein bisschen mehr Geld. Jetzt glaube ich nicht, dass wir viele Gegner haben, aber kann nicht schaden. Okay, ich habe keinen Übersprung ausgesehen. Sehr gut. Tap-da-da-da. Ey, wie kein Geld. Geht ja gar nicht. So. Die Getreide braucht es ja nicht. Was kann ich dir anbieten? Gar nichts, ne? Ja. Dann gucken wir mich ganz kurz in die Forschung rein. Dann warten wir jetzt am besten einfach, bis wir die bekommen. Weil ich finde die geiler als die, ehrlich gesagt. Weil, ist natürlich auch bessere Zugleistung hier, aber ich finde die einfach cooler. Dann brauchen wir jetzt 6 Forschung noch und 100. Das braucht noch ein bisschen. Aber macht für mich keinen Sinn, darauf zu upgraden, ehrlich gesagt. Deswegen warten wir da erstmal. Ja, wir haben schnellsten Zug. Volldampf. Neuester höchster Wert. Marktschreier. Komfort natürlich. So, das heißt, wir müssen jetzt Carson City und Shasta anbinden. Okay. Da ist ein Szenario, das machen wir auch nur das, was wir brauchen, weil sonst hätte ich jetzt eigentlich alles verbunden, aber da brauchen wir jetzt nicht. Ist sehr Schwachsinn. Das heißt, wir gehen. Wir müssen ja hier in die Innenspur rein. Ja, es ist. Wobei hier ist ein Berg, ist natürlich auch kacke, ne? Wie teuer wäre das? Einfach mal aus Interesse. Okay, das will nicht. Dann machen wir es einfach mal hier, ja? Wir gehen jetzt mal hier hin. Nee, ist kacke. Nee, vergiss das. Wir gehen jetzt mal dahin, ja? Und gehen jetzt mal voll durch den Berg durch. Och, der da auch Weizen, hab ich ja voll vergessen. Ah, nee, war richtig, weil das Weizen ja für Shasta wäre. So, und du gehst jetzt da dran, ja? Du machst jetzt erstmal da einen Tunnel durch und fährst dann hier zum Gleis 1. Wäre eine Million. Aber, lohnt sich das? Ich weiß es nicht. Wir können natürlich auch hier direkt voll durchfahren, ne? Also hier Gleis 1 und dann einfach, nicht so, sondern so. Kostet aber auch 1,3 Millionen. Wäre aber der schnellste und angenehmste Weg, ehrlich gesagt. Einfach so, zack, durch. Machen wir aber nicht. Weil ist Fracht, die hat eh keine große. Kein Nachteil wirklich. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal dahin und machen erstmal einen Bahnhof. Nur wo bringen wir den hin? Also, wie packen wir den da hin? Wie machen wir das? Wie verbinden wir die Schienen? Wie genau setzen wir das? Wie wollen wir es haben? Also hier, dass wir da dran müssen, ist klar, ne? Das heißt, die Schiene kommt erstmal hier lang irgendwie. Oder hier mitten durch ist ja auch okay. Ist ja scheißegal. Wir setzen den auf jeden Fall hier hin. So. Die Schiene muss jetzt erstmal hier rüber. Die kann ruhig dahin, aber 15% ist schon ein bisschen hart. Ich muss zugeben, ich glaube, ich würde doch lieber außen rum gehen. Wobei da spielt halt die Expresslinie. Na, wobei die kommt nach innen, ne? Ja, die kommt ja eh innen. Also ist das ja vollkommen scheißegal. Dann können wir volle Karacho hier hinten hinfahren und den Berg umfahren. So, dann fahren wir bis kurz vorm Turm. Ne, wir sind ganz, ganz kurz nach dem Signal und splitten uns hier und fahren dann knapp beim Turm vorbei. Ja, das müssen wir anders machen. Wir müssen das ganz kurz hier im Ziel verbinden, ja? So. Damit es nämlich nicht ganz so eklig aussieht, muss das natürlich... Ich will es mich hier drüber haben. Genau. So, schön gerade. Perfekt. 4 und 8 ist eigentlich schon ganz gut, ne? Wenn ich das hier mache, ist natürlich scheiße. Deswegen lassen wir den Punkt ganz sein. Ja, können wir so lassen. Ist okay. Soll mir recht sein. Das hier ist aber
Kacke. Das will ich nicht haben. Genau. Schön ohne Brücke dazwischen. 315.000. Kein Ding. Boah, einmal kurz auf Play. Direkt da. Alles klar. So, das Ganze natürlich nochmal als Parallelgleis dazu. Muss aber in die Richtung gehen. Selbstverständlich, weil sonst kollidiert das mit dem hier. So, kurz mit der Brücke folgen. Dann bis da hinten hin. So, 200.000. Blablabla. Haben wir eigentlich das ganze Darlehen-Zeug hier schon weggepackt, oder? Nee, ne? Weil eigentlich brauchen wir die gar nicht. Dann zahlen wir die mal zurück. Haben wir nämlich nicht immer diese nervigen Zinsen mittendrin. So, nur so ab und zu. Ist schon okay. Ach, wobei, jetzt machen wir erstmal die Schiene. Da wird sich schon noch eine Möglichkeit ergeben. So, Versorgungsturm aber dazwischen ein. Aber den verpasst du hier. Deswegen kriegst du hier nochmal einen eigenen. Nett, nicht wahr? So, und natürlich Signale ist wichtig, weil ihr seid in Doppelspur. Und Doppelspuren brauchen immer Signale. Was sehe ich denn da? Kannst du ruhig ein Signal hinsetzen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich da sage, ey, du bist ein Arschloch. Warum hast du da kein Signal stehen? Ja, ich meine, warum hast du da ein Signal stehen? Ja, so, passt. Dann können wir das Gold schon mal hier hinbringen. Hätte ich natürlich jetzt nicht damit verbinden müssen. Aber ich finde, als Durchfahrtsstrecke können wir es auch ruhig nutzen. Dann sparen wir uns nämlich Gleise. Dann nutzen wir nämlich jetzt das da beides zusammen, um in diese Richtung zu fahren. Es muss beides hier dran. So. Am besten hätte ich hier mich gerne einen Tunnel, tatsächlich. Pass auf. Das hier müssen wir natürlich umfahren. Die Brücke müssen wir so nicht groß machen. Genau. Dann das hier, kriegt nochmal einen Punkt dazwischen. Genau. Aber 7% im Tunnel, genau das wollte ich sogar jetzt echt gesagt haben. Perfekt. Gut, das Ganze musste mich dann gleich auch zurückgehen. Also gib ihm. 400.000 brauchen wir jetzt ungefähr. So, hier gehen wir jetzt auf die Ticketpreise, würde ich sagen, ne? Ja. Kann nur gut sein. Boah, kennt ihr... Also ich meine, das ist so ein blöder Spruch eigentlich. Man sagt, die Augen werden schwer, ja? Aber ohne Scheiße, wenn man das blinzelt und so, ist so, boah, oh, ich glaube, ich bin müde. Weißt du, das ist schon komisch. So, das Ganze schicken wir natürlich auch zurück. Ist klar. Die wollen natürlich auch... ja... Die wollen natürlich auch wieder zurückgehen. Na? Da müssen wir kurz was ändern. Das ist so leider kaputt. Hoppala. Genau. Da habe ich mich einen Fehler gemacht. Das musste natürlich hier dran. Klar. Okay. Ja, keine Ahnung. Warum das erst nicht funktioniert hat und dann doch. So. Da das natürlich beides aber auch hier wieder getrennt werden muss, muss das natürlich von hier aus auch in das Gleis reinkommen. Und von da aus natürlich auch in das Gleis reinfahren. Hier natürlich nichts, weil es passiert ja da schon. Mit hier haben wir das dann zusammen. Blabi, blub. Versorgungsturm. Müssen wir ganz kurz ein bisschen Geld haben. Machen wir am besten zwei Stücke, ne? So einen hier dahin und den anderen machen wir gleich dahin. Also einmal hier knapp vor die Brücke. Zack. Natürlich noch ein paar Signale. Da muss ich kurz ranzoomen, das sehe ich gar nicht. Ja, verkackt. Nee. Nee. Das sehe ich gar nicht ein. Ah doch, war richtig. Ja, ja, doch. Zack und zack. So, es geht mich jetzt bis hier hinten hin. Und da war natürlich, wie schon erwartet, kein Signal.
Dann machen wir trotzdem Stoppsignal rein. Einfach aus Sicherheitsgründen. Und hier natürlich auch eins. So. Und dann steht der Betrieb eigentlich schon, ne? Von Sacramento brauchen wir eh nichts drüber schiffen, aber die Verbindung wäre möglich. Dann können wir das ganze Gold drüber schicken. Natürlich auf normaler Geschwindigkeit, weil es reicht erstmal. Also von Shasta nach San Francisco. Natürlich bevorzugt das Gold, ist klar, ne? Aber wenn es sein muss, könnte auch Bier nehmen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. In Shasta auf Gleis 2 ist es, glaube ich, ne? Oder geht es in die andere Richtung? Ne, Gleis 2 ist richtig, ist korrekt. So. Mindestens 4 Stück nehmen wir natürlich. Und hier ist eigentlich egal, was er mitnimmt. Ja, ist scheißegal. So, das Ganze nennt sich dann einmal V für Verkehr, kennt man ja. Die Zahl kommt weg, hier kommt die 1 hin, zack. Lokomotive, die Dragon. Brauch rein in Winnemucca. Brauche ich jetzt nicht wirklich. So leid es mir auch tut. So, machen natürlich einen neuen Zug von Carson City nach San Francisco. Von Gleis 1 natürlich. Nach Gleis 1. Dann V, Doppelpunkt, Leerzeichen, die Zahl weg. Hier die 1. San Francisco, Dragon. Aber, dich, mein Freund, machen wir 4 Mal. Du, mein Freund, kommst 3 Mal dahin? Dann können wir den eigentlich auch 5 machen, oder? Ja, passt. Eigentlich sollten die doch alle voll werden, oder? Also so gut wie, weil die sind ja hier schon gefüllt gewesen, aber so gut wie zumindest. Ja, so gut wie. Wie schnell wird das Gold eigentlich voll? Ist die andere Frage. Keine Ahnung. Aber es geht doch ganz gut eigentlich, oder? Einmal 1, ne? Aber egal, die bringen auch noch Bier dahin. So ist ja nicht. Guck mal, da kommt schon das erste Bier mit. Dann war es nämlich auch schon erledigt. So, nächstes Ziel wäre: Sorge in Carson City für 100.000 Einwohner. Kriegen wir hin. So, den Bier. Das Bierzeug habt ihr. Fleisch kriegt ihr dann eigentlich auch. Würde mich wundern, wenn nicht. Wir gehen trotzdem kurz hier rein und sagen das hier mit unser. Und der hier auch. So, du produzierst 4,8, das ist gut. Du leider nicht so viel. Aber du kriegst gleich ein paar Züge, die das auch wegnehmen. Also alles okay. So. Dann verbinden wir ganz kurz einfach aus Gründen den Bahnhof hier. So rum. Nur nichts falsch machen, ja? Das ist ja bitter. Zack. Erstmal mit oben. Nee, warte. Wie rum war das jetzt hier? Von Gleis 1 müssen wir jetzt kommen, ne? Das heißt, von 1 nach 2. Hervorragend. So, die Brücke ist natürlich wieder übertrieben, aber hier bin ich ganz ehrlich sogar schon fast dafür, dass ich sage, ist okay, weil das hier, wie man sieht, sehr, sehr viele Höhenunterschiede hat. Daher würde ich sagen, es ist ausnahmsweise mal akzeptabel. Und hier ist ein Berg, der ist natürlich kacke. Aber ich glaube, den können wir leicht umfahren, indem wir nicht durch diese zwei dicken Stellen durchfahren, sondern hier hinten einmal rein. Hier einen kleinen Biegungspunkt machen. Warte, da müssen wir ganz kurz hingehen, weil ich will hier keine Brücken da haben. Das ist ja schwachsinnig. Und gehen dann hier wieder runter. Und dann so mit einer 9%igen Steigung gehen wir dann Richtung Boden. Gehen hier hinten hin. Mit einem 3%igen Tunnel ist okay. Weil hier schon die Viererstrecke ist. 800.000. Die sollten wir aber eigentlich recht schnell hinkriegen. Anschlussprämie bis 27. Mai, da haben wir noch ein bisschen Zeit für. Die können wir uns gleich einfach holen. Aber erstmal gucken wir, was wir so hinkriegen. Wie viel kriegen wir eigentlich, wenn so ein Zug mit Gold da reinfährt? Na, auch nicht so krass, wie ich erwartet habe. Okay. 800.000. Dann wo muss die Schiene hin?
Wie haben wir es sonst immer gemacht? Hatte ganz kurz googeln. Auf die Innenseite natürlich. Macht eigentlich Sinn, wenn wir die hier hinschicken. Ja, natürlich, klar. Ist Gleis 1 und 2. Logischerweise. So, und dann nach hier hinten hin. Oh ja, warte mal. Hier auf die andere Spur macht natürlich Sinn. Ach, keine Ahnung, was mit mir los ist. Das heißt, hier oben müsste es eigentlich auch daran anschließen, oder? Ja, hier kommt es auch von außen. Ja, ja, ist richtig. So, das Ganze kommt natürlich auch durch den Tunnel. Hier hinten durch, da hinten dran, zack. 300.000 kriegen wir hin. So. Das hier war natürlich jetzt Fail. Was kommt denn von da? 1 nach hier 2. Also kommt das so eine Verbindung hin. Und die kommt weg. So, dann machen wir natürlich ganz kurz ein paar Versorgungstürme hier hin. Am besten machen wir da einen hier hin. Machen wir da noch einen hin. Dann machen wir hier 3 Stück insgesamt. Das sollte eigentlich hinhauen. Warte. Zack. Dann Signale. Ah, ihr könnt ruhig ein bisschen versetzt werden. Der Ordentlichkeit halber. In die Richtung. Kurz ein bisschen kontrollieren, ob die Signale auch richtig stehen. Und das ist nämlich schon wieder Fail. Bis zum Ziel. Genau. Das könnte ich sparen. So, sehr gut, schön. Dann machen wir mich hier jetzt auch von 1 nach 2. Kein Problem. Da dran. Brücken irrelevant. Ja, mit einem dicken Tunnel da durch und da hinten wieder mit einer Brücke drüber zu gehen, macht Sinn, nicht? Wir gehen natürlich... Wobei, ihr braucht einen direkten Weg, ne? Also... Ihr solltet da so schnell werden wie möglich. Das ist Kacke hier. Ja, 3 und 6 jetzt. Da spricht man schon eher ein bisschen von dem, was ich haben möchte. 14%. Das finde ich jetzt nicht ganz so geil. Ich hätte gerne einen Tunnel da. Dafür ziehen wir auch gerne die 2 Punkte hier. Machen wir die 2 einfach weg. Ui. Jetzt haben wir aber ein Problem. Einmal dahin. Jetzt bin ich verwundert. 3% hoch und hier mit 1% runter. Ist perfekt eigentlich, ne? Sieht nur nicht so schön aus, weil es hier so einen schrägen Dings drin hat. Wenn wir die jetzt also dahin setzen. Ah, ne, wobei, ist schon okay. Macht mal so, wie ihr es wollt. Es war sogar nur 2 statt 3%. Hm? Verstehe ich nicht, aber ist egal. 400.000, das kriegen wir auch hin. Was Gold läuft ja eh ganz entspannt da hin und her. Vor. Dim, dim, dim. So. Dann von hier einmal eine andere Spur legen, die genau zum gleichen Ziel geht, aber nun mal besser. Na komm. Ist doch nicht so schwer, Mann. Genau. 140.000. Warten wir noch auf ein bisschen mehr Geld für Versorgungstürme. Genau. Einen setzen wir selbstverständlich daneben hier hin. Und einen hier hinten hin. So. In die und die Richtung. Tada. Damit war schon mal die komplette Strecke hier angebunden. Das ist gut. Machen wir ganz kurz auf normal. Nehmen wir einen Zug von Bodhi nach Kingman. Ne? Ja. Nur Passagiere. Warte, wir gehen trotzdem hier drauf und sagen, dass es Gleis 1 ist. Man weiß ja nie, wie es so reagiert, ne? Wir machen hier natürlich einen. Das war schon scheiße. Ich wollte eigentlich nur einen P davor machen. Alter, meine Hand ist so... Es ist so eklig hier auf dem Tisch, ne? Ohne Witz. Weißt du? Das ist so ekelhaft bei diesem Wetter.
irgendwas zu machen, ne? Du hebst deine Hand hoch, pst, ganze Tisch nass, weil du am Schwitzen bist wie ein Schwein. Kann ich aber echt nichts für. Warte, wie viel habe ich eigentlich sonst mal genommen? 3 oder 4? Ich habe nur 3 genommen, ne? Weil 3 reicht eigentlich, habe ich gesagt, ne? Ja, guck mal. Sieht doch gut aus. So, dann müssen wir natürlich ganz kurz verschnellern, weil du fängst hier oben Bodhi an. Du musst aber erstmal ein Stückchen fahren, damit ich dich auch an der richtigen Stelle dubbeln kann. Ich würde sagen, dich dubbeln wir, wenn du da bist. Beim zweiten Versorgungsturm, das finde ich doch ganz nett. Ist das eine Anschlussprämie? Ja. Können wir uns 2 Anschlussprämien holen. Easy. Sehr schön. So, und wenn du jetzt schlecht da bist, dann machen wir den nächsten. So. Kurz mal normale Geschwindigkeit von Kingman nach Yuma. Genau. Was hab ich da gerade gesehen? Ah, 70. Ich habe gerade schon 171 gelesen. Ich dachte gerade schon, was? Das kann doch gar nicht. Das sind doch nur 3 Züge. Zack. Ja, das war natürlich super intelligent. So, dich lassen wir auch ganz kurz schnell fahren, weil du musst natürlich jetzt ungefähr bis, sagen wir mal, so zu Brückenmittelpunkt kommen, ja? So hast du so ungefähr der Punkt. Zack. Und das Geld lasse ich jetzt schon extra so groß ansparen, weil wir das brauchen. Dringend. So, jetzt holen wir uns ganz kurz zu den Anschlussprämien. Weil sich das halt gerade anbietet. Ja, komm jetzt schon. Genau. Hier oben auch. Weil warum nicht das nutzen, was man zur Verfügung gestellt bekommt? Und das wäre halt nun mal das hier. Boah, das ist so warm. 38 Grad haben wir gerade. 38 Grad. Bäh. Okay, Schienen. Weil jetzt wird's interessant. Nee, nicht Schienen. Bahnhöfe. Weil jetzt wird's interessant. Wir erweitern alle Bahnhöfe. Niedriger Zustand, niedriger... Oh, ja, da warte, warte, da fällt mir was ein. Da habe ich vielleicht etwas vergessen, aber nur eventuell. Hoppala. Ja, kriegt ihr, ist kein Ding, Mann. Ich weiß auch nicht, wie ich die vergessen konnte. Ist halt einfach passiert. Ihr kriegt auch einen, einfach nur, weil ich nett bin. Ja, scheiße. Anschlussprämie, du auch? Na, komm. Gib mir diesen scheiß Zeichner, ich will eine Schiene bauen. Krass. Okay, dann du natürlich auch, ne? Ihr kriegt alle ein Wartungsgebäude von mir, alle. Ausnahmslose. Ausnahmslose, genau, ausnahmslos. Jetzt hat mein Handy schon wieder darauf reagiert, weil ich irgendwas gesagt habe, was es nicht wollte. Halt du bitte mal die Klappe da unten, Handy? Ich rede nicht mit dir. Jetzt gerade nicht zumindest. Habe ich da eigentlich ein Wartungsgebäude jetzt in das Hauptding reingesetzt? Ja, habe ich. Natürlich habe ich das. Also den Kingman braucht man natürlich 2-mal das Wartungsgebäude. Weil der natürlich neu ist, der Bahnhof, ne? Bei euch auch. Wir setzen es einfach überall rein. Ist ja, auch wenn das hier die Dinger an den Farmen nicht brauchen. Aber warum nicht? So, Schienen. Nein, erstmal weiter erweitern, ich Idiot. Du, größer. Das Coole ist, erweitern kostet keinen Cent mehr, als den Bahnhof zu vergrößern. Deswegen lohnt sich es meistens, den einfach erst später zu vergrößern. So braucht man nicht groß denken. Titirite. Weil jetzt machen wir nämlich die 2 äußeren Gleise, damit wir auch noch mehr Leute nach San Francisco bekommen und noch mehr Leute hinten nach Carson City heißt es, glaube ich. Hab ich jetzt vergessen. Ich glaube schon. So, nicht habe ich schon erweitert, ne? Dann können wir mich jetzt anfangen, eine Riesenstrecke zu machen. Eine riesengroße Strecke, sage ich euch. So, das hier ist natürlich ungünstig. So nah wie möglich ist leider das hier. Geht nicht anders. Das werde ich wohl nie verstehen, warum Brücken
nur maximal zwei Schienen machen dürfen. Ist für mich leider sinnlos. Ach, da ist ja schon die nächste Stadt, ich Idiot. Wollte jetzt schon fast überspringen. Tja, Los Angeles, bist halt leider unwichtig, ne? Das Schöne ist, die brauchen auch nicht Versorgungstürme, keinen neuen, weil... Die haben wir ja schon. Ja, perfekt. Alter, ich kleb am Tisch fest, das ist so eklig. Parallelgleis läuft, sehr gut.